Apropos kaufen, habt ihr ja schon Social Media geteilt, was für eine schöne Lieferung ich heute bekommen habe. Hab die T-Shirts tatsächlich noch nicht ausgepackt, das kann man jetzt machen. Ich kann auch gerne live Anprobe machen, dass wir gleich mal bewerten können, wie es aussieht. In unserer kleinen Männerrunde hier können wir mal ein bisschen modische Beratung machen. Ich habe mir nämlich Final Fantasy Shirts bestellt. Die haben mit, das ist ja sogar schon offen hier, Skandal, nee, ist doch nicht offen. Die haben mit, ich weiß nicht, ich kannte die Marke vorher gar nicht, Uniqlo, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Die haben so eine Cooperation mit Final Fantasy gemacht, das hatten die schon mal. Und da gibt es verschiedenste Motive, zum einen aus Final Fantasy Pixel Remaster, also von dem 1 bis 6, aus Final Fantasy 14 und Final Fantasy 16. Und da habe ich mir zwei T-Shirts bestellt. Die ist jetzt, glaube ich, vor kurzem erschienen, diese Kollektion. Und ich hatte das vorher schon auf dem Schirm und fand das auch ganz schnieke, einige Motive. Und habe jetzt nochmal durchgestöbert und habe mir da mal zwei bestellt. Die sind auch gar nicht teuer. Also ich finde es nicht teuer, 20 Euro ein Shirt. Wenn Qualität und alles stimmt, ist das ein guter Preis für ein Shirt, würde ich mal sagen. Vor allem, weil Final Fantasy drauf ist. Also hier, frisch eingeschweißt im Tütchen. Ah, sieht man ein bisschen. Wo sind die? Da, also das ist eigentlich nur das T-Shirt und hat das hier als Motiv. Krieg ich das hier reingehalten? Ja. Hat das hier als Motiv. Ja, Mogri und weiß gar nicht, wie der Chocobo heißt. Omega heißt der. Omega. Das ist so ein FF14-Shirt. Ich kann es ja mal auspacken, dann sieht man es vielleicht noch mal besser. Doch noch nicht der Profi. Doch noch nicht ganz der Profi. Also ja, wie gesagt, keine Ahnung, ich kenne die Marke nicht. Aber hinten steht Final Fantasy 14 sogar drauf. Wenn man jetzt mal hier so guckt, wenn ich das so reinhalte. Da, das hat es halt drauf. Als Motiv. Ganz unspektakulär. Dass die da so aus der Brusttasche rauskommen. Finde ich richtig cute. Ja. Hier hinten haben wir dann noch Final Fantasy 14 drauf. Kann man das lesen? Ja, halbwegs, ne? Ist das belichtet. Ja, genau. Also ist halt ein bisschen was Einfaches. Aber ich finde es cute. Die Aufsticker hier, wie die in die Brusttasche reinfallen. Schöne Farbe. Kannst ja gleich mal anprobieren. Jetzt haben wir ja eine Frau noch hier. Die kann mir modisch auch noch beraten, ob das gut aussieht. So, und dann habe ich aus, das müsste dann aus dem Pixel Remaster sein, also gerade aus Final Fantasy 6, ist ja auch ein Teil, den ich sehr mag, den Mogri. So sieht es einmal aus. Ein kleiner Mogri. So ein schönes Rosa auch. Kein zu krasses Rosa, eher so ein bisschen hautfarbener Ton, finde ich fast schon. Ich bin mir gerade wie so hier irgendein Mode-Bulli, der hier versucht, irgendwas zu erzählen. Ich habe doch keine Ahnung davon. Aber hier steht hinten nichts drauf. Aber es ist ein sehr dicker Stoff. Ui. Merke ich ja jetzt gerade. Das ist ja ein sehr dicker Stoff. Da werde ich ja schwitzen ohne Ende drin. Ich schwitze ja so schon immer viel. Ja, nur mal gucken, ob ich das in die Kamera gezeigt bekomme. Sieht man's? Ja, also wir haben halt Mogris drauf. Nee, so. Ist alles so zeitversetzt bei mir, ja. Also wir haben einen großen Mogri und dann halt kleine Mogris. Kommen dann kleine Mogris noch an der Seite. Die Mogris in Pixeloptik. Wenn man es sieht. Mogris in Pixeloptik. Finde ich halt sehr cute. Der winkt sogar. Das ist ja lustig. Und der eine freut sich und der andere ist auf den Popo gefallen. Ah ja, einfach nur geil. So, meinem Agent gefällt das erste T-Shirt. Das konnte ich mir denken. Das erste ist halt ein bisschen schlichter. Das hier rosane ist ein bisschen mutiger. Aber ich mochte halt sehr das Design. Die haben noch auch eins in der Kollektion, was noch ein bisschen extravaganter ist. Das habe ich mir noch nicht ganz rangetraut. Aber wenn das halt noch im geraumer Zeit verfügbar ist. Ich weiß ja nicht, wie lange das verfügbar ist und in welcher Auflage. Dann kaufe ich vielleicht auch nochmal nach, weil wie gesagt, 20 Euro für so ein Shirt finde ich ist voll in Ordnung. Ich habe mit deutlich höheren Preisen gerechnet. So, ich verschwinde mal kurz, dann machen wir mal gleich hier Anprobe mit. So, was sagen wir? So.
nicht tragen, oder? Würde ich mal meinen. So. Das sieht doch gar nicht mal so kacke aus. Sehr groß. Sehr groß. Das ist eine L, die ich genommen habe. Sitzt auf jeden Fall ein bisschen schlabberig. Aber ist ja für Freizeit und so gedacht. Kann man tragen, oder? Dicker Bauch, hinten, Popo, alles super. Du magst die Farbe an sich nicht so. Das ist doch fast so pink, wie dein Name passt. Finde ich auch. Ich weiß halt nicht, ob die Farbe so gut rüberkommt durch Kamera. Es ist halt sehr hautfarben. Ich glaube, wenn man so ein bisschen braun gebrannt ist, wirkt es nochmal anders. Oder es ist halt auch sehr geeignet für blasse Menschen. Das könnte auch sein. Aber ich finde das cool. Ich bin gespannt, wie lange das hält. Hier vorne, der Aufdruck mit der Waschmaschine. Die sind auch aufgedruckt. Bei Morgris. Gucci, Gucci, Gucci. So. So. Die sind aber auch lang, die Dinger hier. Das sind richtig lange T-Shirts. Für eine L sitzt auch schlabberig. Ist halt keine Ahnung, wie man diesen Farbton bezeichnen soll. Aber es ist ein großes Shirt. Das ist so ein Shirt, was ich jetzt auf Arbeit tragen würde. Weil es ein bisschen schlicht ist, aber trotzdem meine Leidenschaft verkörpert. Das kann man dann halt mal schön auf Arbeit tragen. Mit der Brusttasche. Das ist schon ein bisschen cute. Die sind draufgestickt. Fühlen sich süß an. Gott, Alter, ich komme in Schwitzen hier bei so viel Action. Ventilator läuft schon, Fenster ist offen, aber bringt alles nichts. Nee, das gefällt mir richtig gut. Auch wenn es so ein bisschen labberig ist. Aber das ist halt der Style. Das ist halt der Style, wie man es heute trägt. Nee, finde ich gut. Das findest du auch super. Sind wir uns einig, der Gewinner des Tages ist dieses coole Shirt. Ich finde es auch sehr nice, muss ich sagen. Das macht echt was her. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann ich nur empfehlen. Ich liebe auch so süße kleine Tierchen. Und so sehr gerne. Ja, das sind halt, habe ich gerade schon gesagt, so die Maskottchen. So ein bisschen. Also die Katze kenne ich nicht. Das ist Final Fantasy 14 Motiv. Hier haben wir nochmal einen Mogri und das ist Omega. Ein kleiner Chocobo. Und ich habe eine richtige Platte hier oben, ey. Meine Fresse, du. Wird Zeit, dass ich mir die Haare abrasiere. Sieht ja heute wieder schlimm aus, wenn da das Licht so reinscheint. Da fällt es immer auf, ich darf gar nicht nach unten gucken. So, aber ich muss auch sagen, der Stoff für einen 20-Euro-Shirt fühlt sich echt gut an. Da habe ich schon andere Lumpen zu kaufen bekommen. Ja. Also es ist ein etwas dickerer Stoff. Ich glaube, im Sommer könnte es warm drin werden, aber ja, spricht doch für gute Qualität eigentlich, oder? Wenn der Stoff ein bisschen dicker ist. Ich bin gespannt. So. Das war der Haul. Ich ziehe wieder mein anderes verschwitztes T-Shirt an, weil dann kann ich da gleich wieder reinschwitzen, weil... Die riechen noch nicht mal nach Chemie, die riechen richtig gut. Das riecht richtig gut, das Shirt. Nicht so wie so irgendwie China-Lumpen von Shein oder was weiß ich. Also das Ding, da ist ja so viel Chemie drin, das musst du erstmal dreimal durch die Waschmaschine jagen, bis du das tragen kannst. So. Auch mal wieder Content für YouTube. Meinen Glückwunsch, du hast bis zum Ende dieses Videos durchgehalten. Wenn du dir jetzt noch mehr Spaß von mir anschauen möchtest, dann hier irgendwo wird bestimmt was verlinkt sein. Ansonsten, wenn du etwas zu sagen hast, gerne ab in die Kommentare damit. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, dann gerne ein Abo dalassen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, sage tschö mit Ö, reingehauen, bis zum nächsten Mal.